Willkommen zurück zu meinem Let's Play Imperialism. Das letzte Mal haben wir die erste Runde nur durchgespielt. Ich habe einiges erklärt und jetzt beginnt die zweite Runde. Meinen Prospektor schicke ich weiter. Ich baue darüber eine Eisenbahn, weil dort wollen wir ja als nächstes einen Bahnhof bauen, der uns diese ganzen Sachen, die da rundum sind, in die Hauptstadt bringen kann. Wir haben hier einen Bauern, den werden wir auch gleich daher schicken, damit dieses Feld verbessert wird. Ja, und das war es eigentlich schon fast wieder für diese Runde. Transportmäßig müssen wir nicht wirklich was ändern. Wir transportieren einfach alles in die Hauptstadt. Produktionsmäßig werden wir jetzt, nachdem wir jetzt zwei Holz schon haben, werden wir einfach mal Papier bauen. Wir werden schauen, dass wir mehr Papier zusammenkriegen. Außerdem, wenn wir das da ausbauen, da werden wir zwei Stoff bauen. Und das bauen wir auch aus. Wenn es irgendwie weitergeht, wenn es in irgendeiner Weise weitergeht. So, diese Fabrik, die lassen wir noch. Ich überlege gerade, ob ich ein besseres Schiff, noch ein Schiff bauen soll. Das kostet zwei Stoff und vier Holz. Das kostet drei Stoff und sieben Holz. Vielleicht gar nicht einmal so schlecht, dann können wir mehr kaufen und verkaufen. Das wird unserer Wirtschaft auf jeden Fall helfen, wenn wir sowas hätten. Das ist schon eine sehr große Investition am Anfang, aber wir machen es einfach. Was soll's? Ich hoffe, das geht uns dann nicht irgendwo anders ab. Gut. Außerdem sollte ich wirklich einen Hafen bauen, dann brauche ich nämlich die Schiffe auch, um das Zeug von dort zu transportieren. Aber dazu müssen wir dort erstmal was finden, was Sinn macht. Gut, außerdem werden wir davon und davon je eins verkaufen, damit wir dort Geld kriegen. Wir haben jetzt dann doch einiges investiert und wir werden die Bäume auch schauen, ob wir noch Bäume kriegen. Falls wir das nicht kriegen, dass wir zumindest Holz kaufen können. Diplomatisch. Ja, genau. Wir haben letztes Mal bereits mit denen allen Handelsbeziehungen eingegangen und jetzt werden wir ihnen noch eine 10%ige Subsidy geben. Danach mögen sie uns hoffentlich noch mehr. Also mögen. An und für sich tun sie uns jetzt noch nicht mehr als die anderen, aber immerhin ein bisschen. So, wie schaut das bei den anderen aus? Die irgendwelche. Achso, nein. Müssen wir uns die Informationen anschauen. Das ist gut. Der hat keine Handelsmissionen. Der hat dafür schon vier. Auch nicht schlecht. Der hat drei. Hat auch zwei. Noch einmal zwei. Sehr gut, aber nicht dort, wo ich bin. Der ist entpont, so wie ich. Gefällt mir gar nicht. So, warte mal, Deneb hat dafür Hurschen, so wie ich. Naja. Gibt Schlimmeres. Okay, nächste Runde. Pont bietet uns ein Dings an. Das nehmen wir doch glatt. Manx, da haben wir auch ein Konsulat. Natürlich machen wir das. Konsulate und Dings sind sehr, sehr gut. Ah, Holz hat uns hier keiner angeboten. Also so gesehen ist uns das eher spart geblieben. So, und wir haben Furniture und Clove verkauft nach Pont und nach Loke. Wir haben deswegen wieder etwas mehr Geld. So, New Units. Wir haben einen Indiaman. Wir können jetzt mehr Handel betreiben. Fireship proves disappointing.
Okay. Commercial Steamboat tested. Na schauen. Wir haben ein Dampfschiff getestet. Also irgendjemand zumindest. Windscale established. Ah, Windgeschwindigkeit. Overeating and Intelligence linked. Okay. Auch nicht schlecht. Hey, wir haben Kohle gefunden. Das ist cool. Das ist echt nicht schlecht. So. Dann gehen wir mal daher, weil dann bauen wir da wirklich einen Dings. Da bauen wir dort nämlich tatsächlich dann einen Hafen hin. Da haben wir nämlich Wolle und Kohle, die wir heimtransportieren können. Die Kohle müssen wir zuerst abbauen. Das heißt, wir brauchen einen, eh schon wissen. Ja, bauen wir hier ein Depot. Das liefert uns einmal Baumwolle, zweimal Getreide. Zweimal Getreide ist ganz wichtig. Zwei Kühe und einen Apfel. Gut. Und wenn er das da hat, glaube ich, liefert sogar drei. Kann das sein? Gut, na dann. Schauen wir mal. Bauen wir vielleicht noch gleich mal. Muss noch einen Typen. Ah, nein, keine Armee. Wir wollen zur Universität. Wir brauchen einen Miner. Wow. Und das da auch machen. Noch jemanden ausbauen. Wir brauchen mehr Holz auf jeden Fall auch. Müssen wir Dings bauen? Oder Kleidung? Aber wir brauchen noch keines von beiden. Noch eine Railyard vielleicht. Das können wir auf jeden Fall nicht bauen, weil wir haben zu wenig Getreide und zu wenig Obst. Nämlich gar keines. Ha. Na gut. Soll sein. Und Ende. Pond offert uns Kotten. Natürlich. Sindel. So, wer bietet da noch Kotten an? Pont. Sindel. Ist doch einer von denen, die ich. Mit wem habe ich denn jetzt das? Mit Sindel habe ich es auf jeden Fall nicht. Dann nehmen wir mal da nur eines, falls noch einer von denen anbietet. Ja, Hurschen. Hey, ja, Hurschen, von denen will ich kaufen. Die sind mit mir verbandelt. Na super, wieder kein Holz. Diese Schwammern. Ich brauche Holz. Ach, Mist. Und ich habe ihm nicht gesagt, er soll nicht mehr Clothing und Furniture verkaufen. Na okay, zu spät, muss ich jetzt machen. Okay, und wir haben jetzt einen Miner. Horse outing a must. The competitive running of horses has recently been popularized by the ever imaginative Duke of Richmond, with a small purse to the winner and a wager or two placed by the spectators. This sporting event promises great fun for all. Okay, Pferderennen sind mehr oder weniger die neueste Mode. New Book, a hit with readers. Hey, Frankenstein, na auch nicht schlecht. World's longest string record claimed. Was ist ein String Saver? Ed Twine has entered a claim with the Agency of Statistics that he possesses the longest piece of string in the world. Okay.
Den längsten Faden? Gibt es auch irgendwie sinnvolle Nachrichten? Nö. So, mein guter Miner, du kommst daher. Und wenn wir das dann haben, sollten wir da mit dem Bahnhof auch fertig sein. Okay, Transport. Capital. Sollen wir weiter Papier produzieren? Ja. Weil wir werden jetzt noch weiters da einen ausbilden. Yay, wir können wieder zwei bauen. Da kann man eins bauen. Okay. Gut. Das war mal das. Müssen wir nicht mehr verkaufen, weil von dem anderen brauchen wir eh eins. Das heißt, da können wir eins verkaufen. Ah, Holz bietet keiner an. Ja, schade eigentlich. Gut. Wie schaut das da aus? Eigentlich eh wurscht. Das immer. Ja. Entschuldigung, das muss man so machen. Ja, schaut, Sim hat ja doch noch eine Dings gemacht. Hem. Auch Pond und Log. Das ärgert mich aber schon. Chem ist doof. Nee, die haben auch einen Pond. Ärgerlich. Ja, die bieten nur 5%. Die auch. Ja, die bieten 10%, aber niemanden, wo wir sind. Das ist okay. Wir bieten eine größere Subsidy als die meisten anderen. Das heißt, sie werden uns mehr mögen als euch. Hoffentlich. Ah ja, gut, Technologie habe ich euch jetzt noch nicht gezeigt. Zurzeit haben wir den Seed Drill. Damit können wir Level 1 Farms und Orchards bauen. Das heißt, wir können auf Farmen und auf Orchards, also auf Obstfarmen quasi bewirtschaften. Und das bedeutet, allows engineers to build railroads through farms, plains, desert, forest and tundra. Das heißt, wir können durch gewisse Gebiete bauen. Wird noch mehr werden. Also es kommen dann irgendwann einmal Meldungen und dann bieten sie uns an, mehr zu machen. So, Pond bietet uns wieder an. Das akzeptieren wir natürlich. Hörschen bietet uns an. Das akzeptieren wir. Und das war's. Mehr nicht. Oh Gott. Wir werden arm werden. Sterben. Wir brauchen Holz. People of Odostan have bigger brains, das wusste ich. Unsere Leute sind einfach klüger. Da haben wir auch nichts. Schade. Wie kommen wir da? Ach, da kommen wir ja auch nicht hin. Da brauchen wir auch einen Hafen. Weil da ist ein Sumpf. Da können wir auch noch nicht durchbauen. Das ist ja ärgerlich. So, du machst da weiter. Das heißt, wir werden dann einfach da runterbauen und da vielleicht in diesem Gebiet auch einen Bahnhof bauen, weil da haben wir immerhin drei Holz, die wir transportieren können. Besser als nichts. Und wenn wir da irgendwie was Gescheites finden, bauen wir da halt auch einen Hafen rein. Ich glaube, Hafen sind aber um einiges schwieriger. Ach Gott, da kommen wir ja auch nicht rein. Na super. Wir werden die eh alle nur mit Hafen verbinden. Okay, nein, stimmt nicht. Da können wir dann runterfahren. Nach Rivera. Da haben wir Pferde dann. Und Wawona in die Nähe von diesem Wald.
Lopez. Na gut. Expand the steel mill. Your Excellency, the great power of Chem has a steel mill industry with a capacity more than double ours. Das ist nicht so schwer. Wir haben eine Capacity of null. Das ist nicht so schwer, eine größere zu haben. Okay, bauen wir das mal, bevor uns die ganzen Stahlsachen ausgehen. Und wir sie kaufen müssen, vielleicht von irgendwoher. Gut, nein. Wie viel haben wir denn noch? 15 Dosen haben wir noch, das passt. Das wird sich also ausgehen. Mit dem. Nein, wer weiß, die brauchen wir noch. Dann können wir leider nur einen machen. Aber wir haben offensichtlich noch genügend Stoff. Das heißt, eine Weile können wir zumindest das dann noch weiterbauen. Na gut. Ja, das machen wir weiter so. Wir könnten eigentlich auch noch nach Eisen verlangen. Na dann. Hinten für den Turm. Yay, Pont hat wieder ein Dings. Die verkaufen das immer uns. Dätsch. Nur Dätsch. Okay. Accepten wir. Brauchen wir. Oh, Luke. Sehr cool. 15 Einheiten Holz. Aber sonst werden wir keines mehr kriegen. Wir nehmen die 4 Einheiten. Wow, Wahnsinn. Das hilft uns jetzt schon um einiges weiter. Lit Streets, New Urban Craze. Hey, Gaslichter. Largest Steer in the World exhibited. Das interessiert mich nicht. State Policies. Largest Pumpkin in the World eaten. Spicy Food, good for hot climate. Okay. Also da auch nichts. Wenn wir da drüben einen Hafen bauen, wie schon gesagt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Yes. So, jetzt war's das. Jetzt haben wir schon ein Transportproblem. Aber das sollte dazu führen, dass wir hier jetzt Überschüsse kriegen und dass wir im Endeffekt Konserven bauen können. Vor allem Essen kann man nicht verkaufen, Konserven schon. Gut. Gut. Dann werden wir da auch wieder einen neuen Typen in die Stadt holen. Das lassen wir nicht so. Jetzt werden wir mal nichts verkaufen. Wir haben wieder einen Typen,
in die Stadt geholt. Jetzt ein paar Mal wieder auf 2 auf. Das passt. Enden wir unseren Touren. Loke. Hätte uns sonst noch wer? Brandt wählt. Das war's. Ein Kotten und ein Ei angekriegt. Na, reich wenn man damit nicht. New Invention Cotton Gin. Genau, auf das haben wir gewartet. Eli Whitney has perfected a new way to process raw cotton. Damit können wir nämlich Baumwollplantagen auch ausbauen. Yay, Essen. Das ist gut. Vielleicht bauen wir dann doch da auch einen Hafen hier. Also wir finden da auch irgendwas. Okay. Ich glaube, das da werden wir machen. Ich hoffe, das bringt uns das da auch. Also vor allem das da wäre ganz toll. Seht ihr, wir haben bei der Technologie was. Wir investieren da 1000 rein, weil nächste Runde sind wir dann eh da fertig. Dann können wir dann da bereits bauen und dann haben wir noch mehr Wolle. Und das ist eigentlich gar nicht einmal so schlecht. Das ist gar nicht so schlecht, nur Geld haben wir jetzt keins mehr. Das heißt, wir sollten jetzt dann wieder was verkaufen. Und wir brauchen auch so ein Transportding. Ja, wir haben noch genügend Holz, um das beides zu machen. Wir haben das Geld nicht. Gut. Okay. Das geht sich da nicht aus. Da haben wir zu wenig Kohle. Nein, das wollen wir nicht. Aber da werden wir was bauen. Das ist eine gute Sache. Haben wir jetzt alles schon vorrätig? Ja, wir haben Vorräte von allem. Nächste Runde können wir auch Konserven bauen. Das ist wichtig, dann können wir nämlich unsere Leute wieder. Machen wir eins und eins. Irgendjemand wird das schon kaufen. So, mögen uns die Leute bereits? Nö. Mögen uns noch immer nicht. Genauso wie vorher. Schade eigentlich. Na gut, dann, Herrschaften, hören wir für heute wieder auf. Ich drücke wieder auf F6. Sag euch eine schöne gute Nacht. Schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.